August 1944. This is it. We're gonna liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him at Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more checkpoint. Nazi thugs. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, the cover story must be ironclad. Let's go over it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Guten Abend. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen.
Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Now remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Guten Abend. Ihr könnt mir gerade ausbilden. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Es gibt eins, die Straße entlang. Wolle Offiziere wohnen. Es ist eins der besseren Hotels in der Stadt. In der Tat. Unsicher. Die Franzosen, die dort arbeiten, leid, aber Sie haben das falsch ausgefüllt. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Was können die Hintertreppen sparen? Man kann ja über Paris sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Ich kann das französische Essen. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Nein, mein Fehler. Schon gut. Kennst du sie? Ich einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Ja. Weißt du, was sie hier will? Graf und Krüger waren letzte Nacht auf der Tour. Sie sind nicht zurück. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Wer das, was von Tabel sag ich mal. Hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitsposten. Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Wir müssen so viele wieder. Verzeihung, ich dachte, Sie seien jemand anderes. Kein Problem. Exakt, die meisten Franzosen sind Feiglinge. Wenn wir die anderen. Sie muss ja neu sein. Man kann ja über Paris sagen, was man will, aber ich vermisse sie. Entschuldigen Sie bitte. Wieder zurück? Haben Sie was vergessen? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Gerade rechtzeitig. Hast du sie schon mal gesehen? Wo ist der stationiert? Im letzten Brief stand. Ich bin sicher, dass er ihren Namen in der nächsten Stunde aus. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie?
Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça suffit. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Weiß doch, er braucht sein Geld für die Frauen. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Dieses Treppenhaus ist geschlossen. Halt! Kein Zutritt! Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Natürlich. Bitte sehr. Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Ich heiße Schneider. Na gut. Gehen Sie zurück in diese Richtung. Nein, ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Kennst du sie? Können Sie mir sagen, wo ich dein Telefon finde? Ich bin sicher, dass er Ihre Nacht nicht erholen mit diesen ganzen Geheimunterlagen weitere Nachtschichten muss. Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche... Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. We must be brief. Are you ready to make the exchange? I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room.
Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me. Perhaps we can converse in English, as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. Du bist Herr Kommander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God! I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. Hmm? But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. This is for my comrade. This is for my son. Is for me. Vive la résistance.
avez-vous vu s'il portait des armes? Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Nehmen Sie so viele Gefangene. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Da! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. I have to be quiet. Too exposed. Thank you. I'll be here if you run into trouble. Just one more.
Betreten des Gebäudes werden alle Papiere überprüft. Jawohl. Ich informiere umgehend die Sicherheitskontrollpunkte. Now it's up to you and your team, Daniels. They're late. We should go now. Hey, hold your fire till they blow the gates. Get ready. All right, that's our signal. Let them have it! Go, fellas. Can't hold that garrison without us. Gotta hurry! Guys won't go down without a fight! Get to the garrison! APC incoming!
I need more ammo, Lieutenant! It's here, Private! Watch for muzzle flashes! First aid, use some help when you are here. I need that AK! Fly it in! Rally! The garrison's almost clear. It's not over yet. The Germans will mount a counterattack soon. We need to set up our defenses. Follow me. Jerry's still inside. We have to take him out. Auf die Türen achten. Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Can he see? Clear! Daniel, Sussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. On the floor, Fritz! Room clear! Gotta set up defenses! Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. Nice shot. MGs, open fire. Keep him off that bridge! Flamethrower in front! Snipers in the building across the Seine! They're getting too close! Enemies in front, use your mind. Toss in a smoke! Grenade out! Toss it out a grenade! Half-track's coming across that far bridge. Go!
Take out that half-track turret! First aid kit here! Grenade out! They're making a push! Use Molotov cocktails! Throw the grenade! Half-track. Grab that Panzer Shrek and take out that half-track!